Hallo, ich bin der Patrick, ich bin 18 Jahre alt und lerne Holztechniker. Ich bin der Marc, ich bin 15 Jahre alt und ich arbeite als Elektrotechniker. Ich bin der Kevin, ich mache eine Lehre als Baumaschinentechniker. Ich bin die Lena, ich erlerne den Beruf Betriebslogistikkauffrau. Ich bin die Viktoria, ich bin jetzt 16 Jahre alt und ich lerne Metalltechnik. Mein Name ist Boris, ich bin Lehrlingsbeauftragter am Standort Unterarlberg. Hier in Unterarlberg bieten wir folgende Lehrberufe an. Einen kaufmännischen Lehrberuf, Betriebslogistik und 4 technische Lehrberufe. Elektrotechnik, Metalltechnik, Holztechnik und Baumaschinentechnik. Bei unserer Lehre kommen wir auf allen verschiedenen Abteilungen zum Einsatz, lernen so die verschiedenen Anlagen kennen und wirken beim kompletten Produktionsprozess der Spanplatte mit. Von der Anlieferung von den Sägespänen, vom Frischholz und vom Recycling bis zur fertigen Spanplatte. Eine besonders spannende Abteilung für mich ist das Labor, wo wir die verschiedenen Stärken der Spanplatte besser kennenlernen. Als Elektrotechniker-Lehrling hilfst du hauptsächlich beim Installieren, beim Verkabeln und beim Ausschließen von diversen Sachen. Du baust aber auch und schließt der Schaltkästen an oder Bedienpulte oder Klemmkästen. Bei den Fahrzeugen machen wir Umbauten, Montagearbeiten, Reparaturen und Wartungen. Eigentlich ist es sehr viel Büro, aber man kommt halt viel herum, weil es ist vom Wareneingang bis zum Warenausgang eigentlich alles dabei. Als Metalltechnikerin durch Schleifen, Bohren, in der Dreherei kleine Werkstücke auffertigen und instand halten der Maschinen oder reparieren von den Maschinen. Ich würde sagen, es ist eine sehr spannende Angelegenheit. Unsere Lehrlinge lernen das gesamte Werk kennen, alle Anlagen, alle Produktionsprozesse, Abläufe in unserem Werk. Und somit erleichtern wir ihnen den Schritt in die Zukunft als Fachkraft. Am meisten Spaß macht man eigentlich das mit Xön Wiki und mit Xön Reden und der erklärt da halt Sachen. Eigentlich macht mir alles Spaß, weil der Xön, der gesüppst wird, das so leimend. Man ist halt immer irgendwo dabei, man hat da zu tun und da zu tun, also Fahrt wird da sicher nicht bei dem Beruf. Meine Lieblingstätigkeit ist definitiv im Expedit, die LKWs annehmen und zum Laden schicken, da es mit den Fahrern oft ziemlich lustig ist. Meine Lieblingstätigkeit ist, wenn ich in der Dreherei was machen kann, weil es interessiert mich halt. Ja, seit neuestem profitieren wir alle im Werk Unterarlberg von unserem neuen Betriebsrestaurant. Die Lehrlinge haben zum Mittag die Möglichkeit, frisch gekochtes zu genießen. Die Firma zahlt ihnen 4 Euro dazu. Das Essen in der Kantine ist sehr gut, abwechslungsreich. Es gibt da vegetarische Sachen. Wir organisieren für unsere Lehrlinge jedes Jahr einen Lehrlingsausflug mit Betriebsbesichtigungen. Natürlich Fun gehört auch dazu, wie Motorgokart fahren oder Hochseilgarten und verschiedenste Aktivitäten. Und es gibt ab dem zweiten Lehrjahr einen kostenlosen Englischkurs. Ja, in unserem österreichischen Dualsystem sind die Lehrlinge pro Lehrjahr für 10 Wochen in einem Stück in der Berufsschule und nach den 10 Wochen kommen sie wieder in den Lehrbetrieb zum praktischen Unterricht. Die Lehrlinge haben die Möglichkeit, durch gute Leistungen in der Schule und im Lehrbetrieb sich bis zu 450 Euro als Lehrlingsprämie, als Jahresprämie dazu zu verdienen. Unser Ziel ist es, unsere Lehrlinge, die wir hier ausbilden, auch für die Zukunft hier auszubilden. Das heißt, das sind unsere zukünftigen Fachkräfte in Unterarlberg und wir geben ihnen eigentlich eine Jobgarantie. Schüler, die Interesse an einem Lehrberuf bei EKA haben, können im Rahmen der berufspraktischen Tage ihren Wunschberuf näher kennenlernen. Sollte es wirklich so gut gefallen haben, habt ihr die Möglichkeit, euch bei uns zu bewerben. Ganz besonders freuen wir uns über Bewerbungen von technikinteressierten Mädels. Nähere Informationen findet ihr unter www.ecker.com/lehre.